Liebe Zuschauer von Hallo Meinung, heute geht es um ein sehr heikles Thema, ist das Thema Obduktionen. Und wir hatten ja bereits letztes Jahr im Mai, also 2020 im Mai, eine Sondersendung gemacht. Da ging es um Professor Püschel, den ehemaligen Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg. Und da ging es auch um Professor Nils Kuchel in Zürich, der Angiologe, Thema Gefäßkrankheiten. Aber hören wir einfach mal rein, das Thema Obduktion, wird es gemacht, warum wird es nicht gemacht, ist es fahrlässig oder werden gar Menschenleben dadurch aufs Spiel gesetzt? Hören wir es uns bitte mal an und wie gewohnt danach kurz eine Unterhaltung dazu. Von Stand heute 480 Toten landesweit, die mit Corona in Zusammenhang gebracht werden, durfte der Chef der Rostocker Rechtsmedizin gerade einmal 8 obduzieren. Daran änderte auch die Kostenübernahme seines Hauses nichts. Es geht ja nicht um das wissenschaftliche Interesse allein, sondern es geht auch ganz klar um die klinischen Kollegen, die entsprechende Patienten behandeln und immer wieder vor der Frage stehen, haben wir alles richtig gemacht oder warum haben wir den Patienten verloren? Das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage, die die Obduktion klären kann. Wir fragen bei den zuständigen Gesundheitsämtern der Kreise nach, warum so wenige Obduktionen angeordnet werden. Eine klare Antwort kommt aus dem Kreis Vorpommern-Rügen. Hier wurde von bis heute 46 Toten, die Corona zugeordnet werden, keiner obduziert. Unsere Aufgabe als örtlich zuständiges Gesundheitsamt ist vordergründig, Infektionswege zu ergründen und Infektionsketten zu brechen. Dazu sind keine Obduktionen erforderlich. Natürlich sind vielfach ältere Patienten betroffen, aber man muss ja auch ganz klar sagen, warum trifft es die einen und die anderen nicht? Und da wäre die Obduktion zum Beispiel extrem wichtig zu sagen, Moment, weil die Patienten, die überlebt haben zum Beispiel, haben ganz andere Vorerkrankungen als die, die gestorben sind. Und in Hamburg begrüße ich zu diesem Thema jetzt Professor Klaus Püschel, langjähriger Chef der Rechtsmedizin an der Uniklinik in Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Professor Püschel, Sie waren der erste Rechtsmediziner in Deutschland, der dafür geworben hat, dass Corona-Tote möglichst umfassend obduziert werden. Warum sind die meisten Kliniken im Land, die meisten Behörden nach wie vor so zurückhaltend? Nach meiner Einschätzung gibt es dafür eine Reihe von Ursachen. Ausgangssituation war, dass das Robert-Koch-Institut zunächst empfohlen hat, die Toten nicht zu untersuchen, weil man befürchtete, dass dadurch Infektionen verbreitet werden können. Dabei wurde allerdings völlig übersehen, dass Rechtsmediziner und Pathologen so professionell damit umgehen, dass dadurch überhaupt keine Infektionsgefahr entsteht. Zweiter Punkt, das Sektionsinteresse in Deutschland ist allgemein wie in vielen anderen Ländern extrem zurückgegangen. Und das, was für mich selbstverständlich ist und für den Kollegen Büttner, von den Toten lernen wir für die Lebenden. Das haben viele nicht mehr so recht verinnerlicht. Das gilt aber gerade in Pandemiezeiten. Da ist das extrem wichtig. Sie haben ja die meisten Corona-Toten in Deutschland obduziert. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gelangt, auf die andere bisher offenbar verzichten konnten? Also ich habe einige von denen obduziert, solange wie ich Leiter des Instituts für Rechtsmedizin war. Ansonsten ist es also das Team der Hamburger Rechtsmedizin, was dafür steht, und die Hamburger Behörden, die dahinter stehen. Wir gehörten also zu den Ersten, die nachgewiesen haben, dass bei Corona-Toten sehr häufig Thrombosen und Embolien vorliegen, die man durch entsprechende medikamentöse Behandlung verhindern kann und wo man dann die Überlebenschancen sehr stark verbessern kann. Wir konnten nachweisen, dass die Niere sehr frühzeitig einbezogen ist in das Krankheitsgeschehen, sodass eine entsprechende Nierenschutztherapie auch die Überlebenschancen stark verbessert. Wir haben dann auch als Erste das große Ausmaß der Vorkrankheiten darlegen können und die besonders vulnerable Gruppe der Senioren zu schützen versucht. Allerdings, unserer Argumentation, sind die dafür eigentlich zuständigen Behörden und Politiker ehrlich gesagt bis heute ja nicht gefolgt. Ja, sind die Behörden eher schuld daran oder die Angehörigen, die gar nicht wollen, dass ihre toten Verwandten obduziert werden? Also zwei Dinge. Das Erste, ich habe gesprochen vom Schutz für die Senioren. Da kann ich es schwer verstehen, dass man Bundesligaspiele organisieren kann, aber es nicht schafft, vor Senioreneinrichtungen entsprechende Zelte aufzubauen und dort
Ein- und Ausgang so zu kontrollieren, dass die Infektionen sich nicht verbreiten können. Beim Sport geht das ja auch. Und wenn wir die Senioren schützen können, dann sollten wir das so machen. Nochmal zur Frage, an wem es liegt. Die Angehörigen sind in der Regel sehr aufgeschlossen, wenn man es ihnen ausführlich erklärt. Und dann muss man sagen, die Behörden müssten die Angehörigen eigentlich gar nicht fragen. Im Infektionsschutzgesetz steht eindeutig drin, dass die Gesundheitsämter Sektionen anordnen sollen. Und dabei müssen die Angehörigen nicht gefragt werden. Ich plädiere allerdings dafür, die einzubeziehen, weil es ja darum geht, dass wir die Bevölkerung sozusagen mitnehmen. Und dabei haben wir sehr positive Erfahrungen. Man muss es in Ruhe erklären und dann bekommt man auch ein Einverständnis. Vielen Dank, Professor Püschel, der weiterhin dafür wirbt, dass in Corona-Sachen mehr obduziert wird. Vielen Dank nach Hamburg. Liebe Zuschauer, zwei Herren, Professor Büttner und Professor Püschel in Hamburg, ehemaliger Chef der Rechtsmedizin. Ja, es ist eine Menge Wahrheit drin. Es klingt kalt, wenn man sagt, von den Toten lernen für die Lebenden. Aber dann hätte es einen Sinn gemacht, dass viele Menschen verstorben sind, dass viele Menschen ihre nahen Angehörigen verloren haben. Lassen Sie mich bitte auf die Sendung eingehen, auf das, was wir gehört haben. Wir haben gehört die Antwort von Vorpommern-Rügen von 46 Toten. Und hier heißt es, die 46 Corona-zugeordneten Toten wurde keine einzigste Obduktion durchgeführt. Und dann ist auch immer dieses Vokabular zugeordneten. Ja, was heißt das? Das lässt ja viele Varianten und viele Denkmöglichkeiten offen. Es ist nicht die Aufgabe der Gesundheitsämter, Infektionswege zu ergründen und Infektionswegketten zu brechen. Dazu sind keine Obduktionen notwendig. Das halte ich für sehr fahrlässig, wie wir später noch hören werden, in Sachen Nils Kucher und wie auch Professor Büttner und Professor Püschel hier klar zum Ausdruck bringen. Ja, es ist auch so, der Professor Büttner sagt, warum trifft es denn einen, warum trifft es den anderen? Wie waren die Krankheitsverläufe? Und da wäre gerade eine Obduktion zwingend erforderlich. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe mit sehr vielen Pathologen gesprochen, die sagen, es ist eigentlich grob fahrlässig, dass das bis jetzt in dieser Form noch nicht hinreichend geschieht, um einfach noch mehr zu ergründen, was führt zu diesen schweren Verläufen, beziehungsweise warum ist derjenige verstorben und der andere nicht. Und wie gesagt, Professor Klaus Püschel war ja langjähriger Chef der Rechtsmedizin in Hamburg. Er ist jetzt auch dann interviewt worden. Ich fand es also sehr anmaßend vom RKI, die professionelle Arbeit der Pathologen anzuzweifeln, weil die sagen, das würde im Grunde genommen die Verbreitung des Virus noch mehr fördern. Und wie wir von Professor Püschel gehört haben, ist es gerade in Pandemiezeiten zwingend notwendig, doch den Dingen dann auf den Grund zu gehen. Es hätte uns vieles erspart werden können? Fragezeichen. Ja, ich hatte das schon, das Thema Professor Püschel von den Toten lernen für die Lebenden. Es klingt kalt, aber es ist, solange wie wir die Pathologie kennen, ist es so, dass es im Grunde genommen immer dazu genutzt wurde, den Lebenden dann zu dienen und etwas dann in der Aussage zu machen. Und es war dann auch so, wir hatten übrigens eine Sondersendung, darauf werde ich mehrfach zu sprechen kommen, im Mai letzten Jahres. Da ging es um Professor Püschel, aber auch um Nils Kucher, der Angiologe der Universitätsklinik des Universitätsspital in Zürich. Und da haben wir schon seinerzeit darauf hingewiesen und haben auch explizit ans Gesundheitsministerium geschrieben, dass Corona ist in erster Linie eine Krankheit, die Gerinnungsstörung hervorruft, sprich das Thema Thrombosen und Embolien. Und wie wir gerade gehört haben, ich zitiere, durch einfache Behandlungsmethoden hätten sicherlich Krankheitsverläufe verbessert werden können und es hätte bei vielen die Überlebenschance drastisch erhöht. Warum ist es nicht angewendet worden? Weil alles zu träge ist, weil sich die Charité in Berlin, Drosten, Wieler die tummeln sich alle in einem Sud und da sind anscheinend andere Expertenmeinungen nicht gefragt. So hat es denn anscheinend. Ich darf noch mal auf die Sondersendung zu sprechen kommen. Die war letztes Jahr im Mai mit Professor Nils Kucher, Chef der Angiologie im Universitätsspital in Zürich. Angiologie ist die
ist eine ist Gefäß Prof, Thema Gefäße. Nun ist dies auch, so sagt Professor Püchel, Behörden und Politiker folgen also bis heute nicht dieser Argumentation. Auch der Obduktion, und das ist einfach unverständlich. Wir sehen täglich diese sogenannten Infektionszahlen, wo wir jetzt wissen, es sind positiv Getestete und wie die WHO sagt, ein positiv Getesteter ohne klinischen Befund. Es bedarf einer Nachtestung oder einer sogenannten Anamnese, ein Gespräch mit dem Arzt. Das wird ja auch in aller Regel nicht gemacht, weil die Zeit einfach nicht vorhanden ist. Es ist mir und sicherlich Ihnen auch unerklärlich, wieso es dann immer noch so ist, dass diesen wirklich Wissenschaftlern und Professoren wie Püchel und Büttner nicht gefolgt wird. Es ist erstaunlich, ja, und man sieht es ja an Hendrik Streeck, dass der ja auch, wenn der Vorschläge macht, die ja durchaus diskussionswürdig sind, dass die im Grunde genommen ausgeschlossen werden und diffamiert als Verschwörungstheoretiker von Journalisten des Spiegels. Ja. Und es ist auch so, wenn wir uns anhören, warum ist denn die Gruppe der besonders Schützenswerdenden und Werdenden, die älteren Menschen, bin ich, wäre jetzt auch dieses Jahr 68, aber warum hat man es nicht geschafft, in Alten- und Pflegeheimen Verteilung besondere Schutzvorkehrungen zu treffen, was ja zwingend notwendig gewesen wäre und auch bezahlbar. Ich behaupte, man hat hier Menschenleben nicht geachtet. Hier sind viele Menschen verstorben und die hätten gerettet werden können. Und es ist ja so, wenn wir jetzt, wir hatten am Wochenende wieder Bundesliga, die Bayern fliegen zur Club-WM, dort ist alles möglich. Das heißt, dort wird sich umarmt und. Und es ist schwer nachvollziehbar, warum man in der Bundesliga, wahrscheinlich liegt es am Geld und an den Übertragungsrechten, und hier spielt ja das Fernsehen eine ganz erhebliche Rolle, und auch, dass die Menschen eben wieder unterhalten werden in diesen Zeiten. Brot und Spiele spielt eine Rolle. Aber es ist wirklich für mich eine Schande und nicht hinnehmbar, dass man die sogenannten vulnerablen Gruppen, wie es so schön heißt, die Schützenswerdenden, dass man die nicht geschützt hat und diese sich, die ihrem Schicksal überlassen wurden. Und ich bitte euch, schickt uns bitte unter kontakt@hallo-meinung.de Dinge zu, wenn euch etwas, aber nur bitte aus erster Hand, nicht aus zweiter Hand. Ich habe gehört, da hat jemand gehört, sondern wenn ihr über Pflegeheime und über Situationen berichten wollt, dann bitte nennt Ross und Reiter und zeigt Gesicht, nicht irgendwo anonym und ich habe gehört, sondern es geht wirklich nur aus erster Hand unter kontakt@hallo-meinung.de. Wir werden uns den Dingen annehmen und wie wir jetzt auch, der nächste Punkt wird sein, warum versterben so viele Menschen nach der ersten oder zweiten Impfung? Den Dingen werden wir auf den Grund gehen, auch hier bitte ich, wenn ihr Informationen habt, lasst sie uns zukommen aus erster Hand kontakt@hallo-meinung.de. Danke, sagt Peter Weber. Wir leben in aufregenden Zeiten und Hallo Meinung möchte da so nah wie möglich am Geschehen dran sein. Bitte helft uns. Wir sitzen alle in einem Boot. Danke, sagt der Peter.